Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Top Attack 2 und ich habe jetzt auch 100 Tote hier, die hat Meritze neulich verpatzt noch im Stream, aber sonst ist gar nicht so viel passiert wieder seit den letzten 3 Wochen oder ja, ich weiß auch nicht, ich gucke mich gleich mal in der Stadt um, vielleicht hat ja jemand anders noch für die ein oder andere Überraschung gesorgt, aber ich glaube irgendwie nicht, denn der Server ist ziemlich tot und das hätte ich auch nicht gedacht, also vor 3 Wochen dachte ich, es geht jetzt wieder langsam los, so richtig, und dass die Leute hier auf jeden Fall weitermachen und alles, ne? Und das sah es ja auch noch danach aus, weil kurz davor waren ja hier noch viele da und alles und nur ich eben nicht. Das war eben ein bisschen blöd, deswegen konnte ich das nicht mitnehmen und eigentlich dachte ich dann, naja, es geht jetzt wieder normal weiter wie vorher und wir können jetzt hier ganz normal eigentlich die Events und so weiter durchziehen, das Roleplay etc., was wir vorhatten. Aber das ist jetzt immer noch nicht zustande gekommen. Ich meine, mit Rize habe ich schon mal abgesprochen, dass wir es eventuell doch noch probieren wollen, weil wir jetzt zu dem Schluss gekommen sind, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass das Projekt einfach so abstürzt und keiner mehr da zocken will und wir eigentlich schon wieder Bock hatten, nachdem wir eine Weile hier gezockt haben. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben schauen, ob es jetzt noch Sinn macht, ne? Ich meine, der Server wird jetzt sehr bald auf Aternos verschoben, das steht schon mal fest, denn wir brauchen den jetzt nicht mehr hier auf Nitrado laufen lassen, wenn der hier tatsächlich null besucht ist. Also da ist er jetzt immer noch auf 8 Slots sogar, weil ich das nicht zurückgestellt hatte, was eigentlich auch ein bisschen dumm war. Aber egal, jedenfalls ist es jetzt ein bisschen blöd, wenn ich den einfach immer noch anlasse, nachdem jetzt hier echt keiner mehr da war. Beziehungsweise ich muss mal gucken, wer noch so gespielt hat. Wäre mal interessant zu wissen. Man kann das ja nachsehen bei Aternus und das würde ich dann demnächst mal machen. Ich sehe schon hier, Shandy muss mal wieder da gewesen sein. Das hier war nämlich noch nicht beim letzten Mal, wo ich hier war, beziehungsweise als ich geguckt hatte. Aber sonst ein anderer Spieler wahrscheinlich nicht. Ich gucke mal auf die Whitelist, wer so alles hier überhaupt da ist aktuell. Ah ja, immer noch 14, das ist ja auch schon ewig, glaube ich, ne? Also kein neues Zeug zu verbuchen. Naja, gucken wir mal hier rein. Ist vielleicht da was passiert noch? Ich will mal mir das einfach anschauen, so ganz unverbindlich. Aber ich glaube nicht. Alter, hier, das geht wieder nicht. Das war schon mal, ne? Das ist, glaube ich, so ein Bug, oder wie? Wie es aussieht, hatte Shandy das nicht geplant, dass das so sein soll. Bei den anderen ist es aber auch, also kein Plan. Vielleicht ist es verbuggt, dass das da unten fehlt, oder wie auch immer. Obwohl, was soll da fehlen? Es könnte höchstens sein, dass er das trocken gelegt hat, aber das ist eigentlich sinnlos. Also, kein Plan. Vielleicht sollten das auch erst Aufzüge werden, die vorher noch gar nicht waren. Das kann auch sein, dass nur oben welche waren, an die ich mich jetzt noch erinnern kann. Und die hier eigentlich ganz neu sind. Denn die kamen mir schon ein bisschen komisch vor, wenn die hier einfach so spawnen. Oder nee, hier die waren schon, ne? Und die an der Seite noch nicht. So war's. Stimmt. Die sollten dann die nächste Etage führen. Und die sind eben noch nicht fertig. Aber gut, ne? Wenn die hier schon mal da sind, ist es ja wie vorher. Und ja, dann ist ja auch nichts verbuggt oder so, wie ich dachte. Naja. Jedenfalls hier scheint es jetzt nicht so viel getan zu haben, beziehungsweise bei den Villagern blicke ich eh nicht durch, was da vorher schon da war und was nicht, also kann ich jetzt auch echt nicht sagen, den Unterschied. Ich kann jetzt ja auch nicht so viel kaufen, oder? Ich habe ja gerade auch gar nichts mit, also das macht jetzt wenig Sinn hier rumzugucken. Na gut, da waren wir zumindest mal hier und gucken uns ein bisschen um, das gehört ja auch mal dazu. Zum Beispiel seltsame Suppe könnte man kaufen, das wäre eigentlich auch mal ganz nett, aber sowas ist eher für Varo oder PvP-Projekte, also das kannst du im Survival nicht wirklich nutzen, beziehungsweise man könnte, aber es bringt nicht viel. Direktschaden, aha, haben wir auch. Was ist hier noch? Schlag und Reparatur. Mending ist natürlich geil, das könnte ich mir auch mal gönnen. Also ich meine, ich muss dafür relativ viel zahlen, aber warum nicht? Ich meine, da kann ich mal ein bisschen Zeug hier farmen und hätte noch einen Sinn so oder was zu tun. Also nebenbei, obwohl ich sagen muss, an Aufgabenmangel leide ich jetzt hier nicht. Ich gehe nochmal gleich zu meinem Haus und zeige da den Fortschritt. Also da gibt es eigentlich auch noch genug zu tun. Oh, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ja, da komm, ich mache jetzt einfach ein Loch rein. Geht halt nicht anders. Und, ne? Ne, Reaktion war wieder sehr schlecht, Alter. Da muss ich wieder hoch. Hä, aber das war auch noch nicht hier so bemoost. Das ist auch neu, oder? Also Shandy scheint schon ein bisschen was gemacht zu haben noch, muss ich ja sagen. Ah lol, stimmt, ich habe ja noch woanders welchen geklaut. Oh nee, Alter, und jetzt muss ich das hier mit der Hand abbauen, das gibt's doch nicht. Okay, nach einer halben Ewigkeit bin ich damit dann auch mal fertig, ne? Jetzt gehen wir mal hier in die Richtung. Da hinten müsste nichts passiert sein. Ich weiß nicht, ich kann ja nochmal bei Shandy direkt im Haus gucken, was da so los ist. Zum Beispiel hier unter den Tribünen, das ist irgendwie immer interessant, finde ich. Ah lol, das hier ist neu. Oder, war ich ja schon mal in der Folge oder im Stream? Bin mir gar nicht sicher. Aber das ist mir jetzt irgendwie hier unbekannt. Also finde ich mal interessant. Oh lol, ja. Ich glaube, das habe ich noch nicht gezeigt in der Folge, oder?
Doch, vielleicht in der einen, wo ich hier mit ihm mal mehrere am Stück aufgenommen hatte. Das ist möglich, aber... Oh, hier ist ja Slime und alles. Nicht schlecht, naja. Gehen wir mal hoch. Also, ich kann mich wieder erinnern, muss ich auch sagen, by the way. Aber ich wusste nicht, dass da so viel hier zusammenkommt. Und eigentlich wollten ja auch noch viel mehr mitmachen, wenn ich mich so erinnere. Ich weiß noch, wie Rietz am Anfang gesagt hat, oder kurz vor Ende von Tiny CR 8, dass viele aus seiner Klasse hier teilnehmen wollen, aber der Einzige ist eigentlich Daniel, sonst war keiner da. Und oh lol, als ob. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Ding, ich meine hier Beran und so weiter, die hätten ja alle mitmachen können, beziehungsweise Beran war ja da. Aber auch andere, die eben alle in Tiny CR waren, warum haben die ja nicht so mitgemacht? Das ist so die Frage. Und da seht ihr auch schon mein Haus, das ist eigentlich jetzt das Einzige, was ich noch zeigen kann. Denn das hatte ich ja schon gezeigt, das weiße Haus, oder? Und den Rest dann eben auch. Das kommt so davon, wenn man jede Folge nur noch Update-Folgen macht. Also mittlerweile ist es ja echt krass geworden. Ah ja, das hier hatte ich ja schon mir alles angeguckt. Da war ich ja auch schon im End mal kurz letzte Folge. Aber das werde ich dann wohl demnächst noch weiter erkunden. Jetzt erstmal nicht. Ich wüsste gar nicht, wann ich das jetzt hier machen soll. Denn ich habe schon noch hier bei dem Haus irgendwie einen Struggle derzeit. Denn ich muss mir überlegen, was ich da baue und so. Und werde da auch nächste Folge noch schauen. Beziehungsweise im Stream bis dahin. Und ich habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich hier eine zweite Ebene reinziehe und hier oben dann eben andere Blöcke nehme als unten, also immer dazu abwechselnd. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz cooles Design, finde ich. Das hatte ich so noch nicht. Aber es sieht mir noch sehr grau aus. Ich hätte mal gerne ein paar andere Töne. Also das mit dem Schwarz geht mir schon mal in eine richtige Richtung, aber es braucht noch ein paar mehr. Zum Beispiel hier statt dieser Ebene, vielleicht kann man ja nicht überall Koppel nehmen, sondern zwischendurch dann nochmal einen anderen Ton, dass man mal Quarz hat oder sonst was. Kein Plan. Aber Quarz ist auch wieder sehr teuer. Also zum Beispiel auch der Boden gefällt mir. Das ist mal ein sehr anderer Ton. Also weiß hatten wir in der strahlenden Form noch gar nicht hier. Wenn dann mit diesen Slabs mal ein bisschen gräulicher, aber dann auch, na gut. Ist schon mal eine ganz coole Sache, in die sich das hier entwickelt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Haus hier dann doch mal so in einer anderen Form hinkriege. Also schon anders als sonst, aber nicht so anders eben, ne? Da war ich ja schon mehr oder weniger überrascht und ich guck mal, wie ich auch hier mein anderes Haus noch gestalten kann. Das ist ja jetzt auch eine ganze Weile schon so komisch klein in der Ecke. Vielleicht kann man das ja noch besser nutzen und einrichten, je nachdem. Und habe ich überhaupt Sounds an? Ja doch, ne? Oder ich glaube, die müssen hochgestellt werden. Ja, waren die ganze Zeit noch auf Stream-Niveau, beziehungsweise auf Together-Aufnahme neulich. Ich weiß gar nicht mehr, nee, Stream war das ja, genau. Und ich wollte auch viel mehr streamen zwischendurch, das ist auch so ein Ding. Da hätte ich nämlich schon viel mehr Folgen wieder aufgenommen. Ich möchte nämlich eigentlich noch mehr machen, auch wenn ich jetzt hier noch sehr weit im Voraus bin, damit ich einfach ein paar mehr mal hintereinander habe, die ich nicht schneiden muss. Das wäre mal ganz cool. Aber ich komme eben zurzeit auch sehr selten zum Stream und ich merke auch gerade, dass ich die Folge ja auch wieder extrem schneiden musste, wie die letzten auch schon. Ich weiß nicht, bei Top Attack bin ich immer sehr viel schlechter dran als in anderen Projekten. Also hier stelle ich mich einfach schlechter an während der Aufnahme, was so Sachen angeht, wie dass ich mich verspreche oder sonst was, ne? Manchmal lasse ich es drin, aber manchmal denke ich mir dann, oder meistens eigentlich, dass es einfach nur raus muss und ja, da muss ich dann direkt wieder den nächsten Versuch starten oder so. Aber zumindest war es heute schon mal nicht so, dass ich 5 Anläufe brauchte für den ersten Start der Folge. Das ist schon mal sehr gut, das Zeichen, denn das habe ich in letzter Zeit sehr oft irgendwie und das nervt auch. Aber zumindest muss ich das dann wiederum nicht schneiden, weil ich das direkt löschen kann. Und das ist dann eben der große Vorteil, warum ich das überhaupt in letzter Zeit öfter mache. Naja, muss man eben immer abwägen, was so am besten ist und wie man es so angeht und so weiter und so fort. Aber es wäre schon mal auch, by the way, cool, wenn ich jetzt noch ein paar Folgen in nächster Zeit zusammenkriege, solange vor allem der Server noch läuft, ne? Warum nicht? Also da habe ich zumindest mehr das Gefühl, dass ich das noch genutzt habe. Also mal gucken, wie das läuft. Und vielleicht kommt das Projekt auch nur zweimal die Woche, könnte ich mir auch vorstellen, weil ich noch ein paar andere Projekte habe, die ich unterbringen muss. Und das wäre ja dann ein ganz guter Zeitpunkt hier. Also kann ich aber auch aktuell nicht sagen, da wird es dann andere Videos geben, wo ich dann immer über den aktuellen Uploadplan und Status berichte. Das habe ich auch schon immer so gemacht, dass ich dann mir mal ein aktuelleres Format zu Rate ziehe, wie zum Beispiel meistens Infinity in letzter Zeit oder schon eine ziemlich lange Zeit. Da bin ich ja ziemlich aktuell geworden doch und da kann ich dann immer sehr gut über solche Sachen reden. Vor allem ist das ja eh so ein Talk-Format, finde ich. Also, na gut, was heißt Format, aber es eignet sich eben mehr für so ein paar chilligere Redefolgen, was ich auch schon oft erwähnt hatte. Und ja, mal gucken, wie das so seinen Lauf nimmt. Ich würde jetzt erstmal mich verabschieden. Hoffe, dass bis zur nächsten Folge wieder etwas mehr passiert. Und ich mache nochmal schnell ein Thumbnail, genau.
Also es ist auch schon eine interessante Form, muss ich sagen. Nur ich muss eben schauen, wie ich das zum Abschluss bringe. Mit dem Dach, da bin ich mir noch echt nicht sicher und ob ich noch eine Etage draufziehe. Aber das werden wir alles noch sehen. Ich würde jetzt erstmal danke fürs Zusehen sagen. Bis zum nächsten Mal. Und vor allem die Außendeko und so weiter. Alter, das ist ja auch noch so ein Ding. Naja, ciao.